Frohe Festversammlung. Ein großes Fest ist es, zu dem ich Sie alle hier heute recht herzlich begrüßen darf. Warum sind Sie eigentlich alle gekommen? Bestimmt nicht wegen mir oder wegen des schönen Wetters, das Heidelberg heute privilegiert. Nein, wir ehren heute Herrn Kollegen Professor Kirchhoff, den ich zusammen mit seiner lieben Frau und weiteren Familienmitgliedern sehr herzlich willkommen heiße. Jahrzehnte hat er in Heidelberg gewirkt, das heißt geforscht und gelehrt, über viele Jahre von hier und andernorts aus Studierende, Kollegen, Wissenschaft und Politik mitgeprägt. Wollen wir ihn heute verabschieden? Gott bewahre, nein. In weitblickender Vorausschau haben wir ihm daher den Status eines Senior Professor Distinctus verliehen, denn wir wollen ihn halten, wir wollen ihn nicht verlieren, wir können nicht von ihm lassen. Akademiker und Hochschullehrer, der er von Grund auf ist, hat er seine Hochschulaktivitäten hier in Heidelberg mit einer Antrittsvorlesung begonnen und so wird er sie auch mit einer Abschiedsvorlesung formal zu einem gewissen und sicher nicht abschließenden Ende bringen. Also, wozu sind wir da? Wir lassen uns in einer Abschiedsvorlesung von ihm belehren und wir tun das alle gerne und freiwillig. Das spricht für sich. Heute werden die anderen alle in Häuser gezwungen, um einen Schein zu bekommen. Es ist also keine gewöhnliche Vorlesung, wenn sich dazu ein illustres Auditorium versammelt. Ich begrüße sehr herzlich unseren Alumnus, Herrn Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und seine Frau hier in der neuen Aula. Ist ja fast schon eine Heimstätte für Sie. Recht herzlich willkommen. Wissenschaft und Politik, ein weites Feld wechselwirkender Chancen und Gefahren. Kollege Kirchhoff ist sich dessen aus Erfahrung stets bewusst. Professor Kirchhoff hat fast immer recht. Seine Bezüge zu den Rechtswissenschaften sind vielfältig, in der Grundlagenforschung ebenso wie in der Praxis. Es wundert daher nicht, sondern ehrt uns mit ihm, dass sich eine große Schar herausragender Persönlichkeiten eingefunden hat, um mit ihm seinen Vortrag hoffend forschen und forschend hoffen zu dürfen. Heute Nachmittag wird auch noch Herr Professor Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, zu uns stoßen. Herr Voskuhle und ich hatten ja während des Freiburger Drei-Magnifizenzen-Jahres noch die Freude in Jena, beide waren wir recht frisch im Rektoratsamt, er in Freiburg, ich in Heidelberg, anstelle wirklich frustrierend langweiliger Diskussionen in den HAK-Sitzungen unbeschützt und in Seelenruhe ein Bier trinken zu können. Heute dürfte das eher schwer fallen. Unbeschützt vor allem. Ich sehe vor mir, bin fast ein wenig eingeschüchtert, fast, eine wortgewaltige Riege von Verfassungsjuristen, aus deren Reihen ich Herrn Professor Ferdinand Kirchhoff, Herrn Professor Huber sowie Herrn Professor Di Fabio stellvertretend für diese gesamte Gruppe nennen möchte. Herzlich willkommen Ihnen allen hier in der Aula der Neuen Universität. Professor Kirchhoff ist vielseitig und landauf, landab bekannt. Als Professor aus Heidelberg von der Berliner Politik geadelt, wird er mit Finanzen und Finanzpolitik in Verbindung gebracht. Keine Sorge, er widmet sich auch, aber weniger dem Insolvenzrecht und Defiziten, vielmehr sehr weitsichtig den sprudelnden Steuerquellen, also realen oder erhofft virtuellen Einkünften. Was liegt da näher wieder als der Bezug zum nachherigen Vortrag Forschen und Hoffen? Seine Vorlesung hierzu wird auch von Professor Mellinghoff, dem Präsidenten des Bundesfinanzhofs, deshalb aufmerksam verfolgt werden. Seien Sie herzlich willkommen.
Die Rechtswissenschaften sind immer noch eine recht männliche Disziplin, obwohl es die Rechtswissenschaften heißt. Umso mehr freut es mich, hier heute unsere uns eng verbundene Alumna und eine der charmantesten Juristinnen Europas begrüßen zu dürfen. Frau Professor Juliane Kokott, Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof. Frau Kokott, es ist uns immer eine Freude, Sie hier in Heidelberg zu sehen und von Ihnen zu lernen. Zu diesem Kreis von Juristinnen, und ich weiche hier ganz ordentlich von den protokollarischen Richtlinien der Reihenfolge ab, aber Gender Equality, Gender Balance muss irgendwo seinen Niederschlag finden. Zu diesem Kreis von Juristinnen, die es schaffen, liebenswürdig und doch mit scharfer Klinge dem Recht nachzuspüren, gehört auch Frau Dr. Elle Kirchhoff, die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Eine Freude ist es auch, den Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs, Herrn Professor Ibsen, sowie Professor Obermann und Professor Isensee willkommen heißen zu können. Bund und Länder wären nichts, würde nicht eine tatkräftige Ministerialbürokratie die Gesetze auslegen, denen mit kreativen Lösungen spröde Gesetzestexte zum Leben erwecken. Dies ist gerade in den Ministerien häufig nicht einfach, doch hoffen wir alle darauf. Forschen heißt hoffen. In diesem Sinne begrüße ich auch die Ministerialdirektoren Professor Schmidt und Erwin Tartler. Herzlich willkommen. Die Rechtswissenschaften sind nicht nur eine angewandt orientierte Disziplin, sondern sind trotz vieler Diskussionen auch feste akademische Fachrichtungen seit Gründung der ersten Universitäten in Europa. Wir gratulieren Ihnen, Herr Kirchhoff, daher noch einmal nachdrücklich zur Wahl ins Präsidentenamt der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und begrüßen zugleich den Präsidenten der Europäischen Akademie der Wissenschaften, Herrn Professor Felix Unger. Herzlich willkommen. Ich erwähnte es schon, Professor Kirchhoff und Heidelberg werden in einem Atemzug geführt. Zahlreiche Weggefährten sind hier heute versammelt. Stellvertretend für diese aus der Stadt und ihre Verantwortlichen begrüße ich den Oberbürgermeister, Herr Dr. Würzner, sehr herzlich. Nur zwei Institutionen in Europa, die auf Freiheit und Autonomie gegründete Universität und die Kirche, haben alle Revolutionen, Kriege und Wirtschaftskatastrophen überstanden. Keine zwei anderen Institutionen haben so sehr europäische Geschichte geprägt. Viele, wenn nicht wir alle, wissen, dass Professor Kirchhoff und auch seine Frau engagierte Christen sind. So hat die Rhein-Neckar-Zeitung vor kurzem ihre katholische Ader in einer kleinen Laudatio besonders betont. Oft, wenn nicht fast immer, haben Sie, lieber Herr Kirchhoff, die ethisch fundierte akademische Freiheit und universitäre Autonomie betont und verteidigt. Christsein ist nichts Beengendes, sondern Befreiendes, was Sie immer auch mit der Grundpeilung Ihres Forschens und Hoffens, Ihrer Wissenschaft, verknüpft haben. So liegt es auf der Hand, dass Sie sich neben Ihren Engagements für Universität, Gericht und Staatswesen auch für die Kirche haben einbinden lassen. Das Abt Franziskus vom Kloster Neuburg, für das Sie sich ja seit langer Zeit einsetzen, und der Dekan Dauer heute zugegen sind, dokumentiert diese Beziehung. Diese vielen Chargen, oder im Englischen to be in charge, waren Ihnen weniger Last und Bürde als vielmehr zivilgesellschaftliche Pflicht und Lust am Gestalten. Soll mir keiner sagen, dass es Ihnen nicht auch Spaß gemacht hätte.
Es ist kaum aufzuzählen, wie und wo sie überall ihre Talente, Expertise und Lebenszeit eingesetzt haben. Spectabilis, Frau Dekanin Mager, wird Ihre Aufgabe sein, dies entsprechend zu würdigen. Vor allen Dingen, welchen Part Herr Kollege Kirchhoff wann und wo mit besonderer Perspektive der juristischen Fakultät übernommen hat. Ich bin mir fast sicher, Herr Kirchhoff, aus dem Stegreif könnten Sie selbst kaum zusammenzählen, welche Aufgaben Sie in den letzten Jahrzehnten überall übernommen haben. Lieber Manfred Laudenschläger, stellvertretend für die Ehrensenatoren der Universität und noch dazu in enger Verbindung stehend über gemeinsame Universitätsratszeichen, begrüße ich dich stellvertretend für alle Ehrensenatoren der Universität. Ebenfalls ein Jurist, deshalb habe ich auf dich zugegriffen. Herzlich willkommen. Herr Hengsberger, Sie sind mir nicht böse, dass ich Sie in die Gruppe Laudenschläger und Co. einsortiert habe. Gut. Liebe Kollegen Altrektoren, und auch das spricht für sich selbst, es ist quasi die Vita der Universitätsgeschichte in der Ära Kirchhoff. Es sind zugegen die Kollegen zu Putlitz, Ulmer, Siebke und Hommelhoff. Das heißt, geradezu eine Ära der Universitätsentwicklung dargestellt durch die Altrektoren. Ich begrüße meine Kollegen sehr herzlich. Auch andere Vertreter akademischer Einrichtungen sind hier, stellvertretend dafür von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Frau Wellensieg und Herr Kollege Heil für die Hochschule für jüdische Studien, mit denen wir beide ja enge Verbindungen unterhalten. Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, heute hält ein akademisches Urgestein seine Abschiedsvorlesung. Wie schon oben gesagt, wir verabschieden ihn nicht, sondern wir haben ihn bereits vorauseilend befördert zum Senior Professor Distinctus, zum Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Und so hat er mir zugesagt, er bleibt mit Rat und Tat ein Heidelberger Professor. Hohe Festversammlung, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle, die ich namentlich begrüßt habe, aber auch die vielen nicht minder wackeren Gratulanten in unserer Runde, wir sind Ihnen, lieber Herr Kirchhoff, auf unterschiedlichste Weise verbunden. Als Rektor der Universität danke ich Ihnen im Namen unserer Gemeinschaft herzlich für alle geleisteten treuen Dienste, Ihre stete verlässliche Art und das große Vertrauen, das Sie auszeichnet in die Selbstorganisation unserer Ruperto Carola und diese tragenden Menschen. Dieses Grundvertrauen, diese Art, jedem Kollegen grundsätzlich erst einmal alles denkbar Positive zu unterstellen, das zeichnet Sie aus. So haben Sie auch mich unterstützt, seit wir uns in der Findungskommission zur Rektoratswahl 2007 in Weinheim erstmals begegnet sind. Dafür bin ich Ihnen aufrichtig dankbar, diesmal nicht als Rektor, sondern als Kollege. Liebe Frau Kirchhoff, ich bin sehr froh darüber sagen zu dürfen, Ihr Mann hat sein Herz in Heidelberg verloren. Nicht in einer lauen Sommernacht, die machen wir Ihnen nicht streitig, sondern in vielen Jahren akademischer Selbstverwaltung an Hunderte von Studierenden und an mehr oder weniger liebenswerte Kolleginnen und Kollegen unserer akademischen Gemeinschaft. Es muss schon mal gesagt werden, wir sind eine klasse Universität. Schon engagiert in der 600-Jahr-Feier 1986 haben Sie, lieber Herr Kollege, sich für die Universität bis in die jüngsten Tage als Universitätsrat, stets auch jetzt als Universitätsrat, stets loyal und mit Werf eingesetzt. Es wäre eine Vorlesung wert, davon zu berichten, von der Wechselbeziehung der Ruperto Carola mit Paul Kirchhoff. Dies zu erforschen heißt dann nicht hoffen, sondern führt sicher dazu, stets Neues zu entdecken. Sie haben, und das belegt das Auditorium, das Ihnen und unserer Universität die Ehre seiner Anwesenheit gibt, Sie haben diese Universität durch Ihren norddeutsch basierten, bajuwarisch geprägten und badisch-kurpfälzisch geläuterten Charakter
sowie ihre wissenschaftliche Leistung auf vorbildliche Weise nach außen vertreten. Die ihnen gegebene Statur nutzend, mit herausragender Rhetorik begnadet, mit freundlichen Augen und zuweilen listig humorvollem Blick, mit angemessener Ironie und blitzartigem Denken, so haben sie ihr jeweiliges Umfeld geprägt. Sind sie im Raum, dann kommt niemand mehr an ihnen vorbei. Ob mit Mütze und Trenchcoat morgens auf dem Weg über den Uniplatz zur Vorlesung. Den Spitznamen der Studenten verrate ich Ihnen mal, wenn wir unter vier Augen reden. Ob als unermüdlicher Reisender und Werbender für die wissenschaftlich fundierte Überzeugung. Paul Kirchhoff, wir waren und wir sind stolz auf Sie. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen noch viele Jahre die Wissenschaftslandschaft hier in Heidelberg und weit darüber hinaus gestalten zu dürfen. In diesem Sinne rufe ich Ihnen und Ihnen allen zu. Glück auf, ad multos annos. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Kollege Kirchhoff, sehr geehrte Frau Kirchhoff, hohe Festversammlung. Im Namen der Juristischen Fakultät begrüße auch ich Sie alle sehr herzlich zur Abschiedsvorlesung von Herrn Kirchhoff. Wir freuen uns ganz außerordentlich, dass Sie in so großer Zahl der Einladung gefolgt sind. Der Einladung nach handelt es sich um eine Abschiedsvorlesung. Tatsächlich aber begehen wir keinen Abschied. Denn Herr Kirchhoff bleibt der Universität und der Fakultät als Senior Professor Distinctus erhalten und ihr auch als Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften verbunden. Dem heutigen Tag fehlt daher zum Glück jeder Abschiedsschmerz. Es handelt sich vielmehr um eine Zäsur. Das Zusammentreffen des 70. Geburtstags, des 50-jährigen Dienstjubiläums und des Übergangs vom ordentlichen Professor zum Senior Professor innerhalb weniger Tage im Februar gibt Anlass für Dank und Ehrung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle, die Sie hier sitzen, kennen die Lebensstation von Herrn Kirchhoff, wissen um seine bedeutenden Ämter und Ehrenämter in Staat, Kirche und Gesellschaft, seine zahlreichen Ehrungen und Preise. Da Sie alle gekommen sind, um Herrn Kirchhoff zu hören und nicht mich über Herrn Kirchhoff, werde ich dies nicht erneut ausführen. Meine Frage lautet vielmehr: Was macht das Phänomen Paul Kirchhoff aus? Als Rechtswissenschaftler, als akademischer Lehrer und als Kollege. Auch hierüber ließe sich lange sprechen, ich muss mich beschränken. Paul Kirchhoffs Werk, wissenschaftliches Werk, ist durchdrungen von Leitgedanken. Leitgedanken, die sich aus Überzeugungen speisen. Freiheit in Verantwortung. Gleichheit im und durch Recht und die Zukunftsfähigkeit des Staates sind die Themen, die er sowohl im Grundsätzlichen als auch in der besonderen Materie des Steuerrechts behandelt. Einem Rechtsgebiet, in dem die drei Basiselemente Freiheit, Gleichheit, Staat wie in einem Brennglas zusammentreffen und praktisch werden. Mit größter Beharrlichkeit, mit Leidenschaft und Augenmaß, so die schöne Formulierung von Max Weber aus Politik als Beruf, die hier ganz wunderbar passt, mit Leidenschaft und Augenmaß, mit ebenso klarer wie anschaulicher Sprache, setzt er sich ein für verlässliches und verständliches Recht als Voraussetzung einer gerechten Ordnung menschlichen Zusammenlebens. Paul Kirchhoff ist zutiefst überzeugt vom Wert des freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats.
den er als kulturelle Errungenschaft gegen Verfall bewahren will und für dessen Voraussetzungen in jedem Einzelnen und in der Gesellschaft erwirbt. Seine Überzeugung und die Herstellung eines transparenten Ableitungszusammenhangs vom Prinzip zur konkreten Entscheidung, zum konkreten Handeln jedes Einzelnen bilden die Basis seiner Überzeugungskraft. Als akademischer Lehrer lässt Paul Kirchhoff seinen Schülern die Freiheit, eigene Ideen zu haben und auch den nötigen Raum, sie zu verwirklichen. Er nimmt gleichzeitig seine Verantwortung wahr durch intensive Beratung, durch zügige Korrektur und nicht zuletzt durch persönliche Zugewandtheit und Wertschätzung. So schildern es seine Schüler. Dieses persönliche Zugewandtsein wird auch von den Studierenden hervorgehoben und macht Paul Kirchhoff neben seiner Fähigkeit zu Bilder und beispielreicher Sprache, seinem reichen Erfahrungsschatz, der Aura eines ehemaligen Bundesverfassungsrichters und der persönlichen, aus Kompetenz und Auftreten gespeisten Autorität zu einem außerordentlich beliebten Hochschullehrer, der sich eines hochkonzentrierten Auditoriums sicher sein kann. Herr Professor Kirchhoff steht 5 Minuten vor der Vorlesung am Eingang zum Hörsaal und begrüßt die Studierenden persönlich. Besonders gute Leistungen werden schon mal mit einem Buchpreis belohnt und die Vorweihnachtszeit mit der Verteilung von Schokoladen-Nikoläusen versüßt. Aus der Sicht der Kollegin kann ich aus der eigenen Erfahrung einer gemeinsamen Seminarveranstaltung sagen, es macht Spaß, mit Paul Kirchhoff zusammenzuarbeiten. Dies ließe sich mit vielen Einzelheiten begründen, die ihre Ursache, ganz abgesehen vom fachlich anregenden Austausch, in umsichtiger Organisation, Wertschätzung aller Beteiligten und Großzügigkeit haben. Das Erstaunlichste dabei ist für mich, dass Herr Kirchhoff bei seiner außerordentlichen Leistungsfähigkeit, die sich in zahllosen Publikationen, Vorträgen, Begutachtungen, ehrenvollen Ämtern und Ehrenämtern ungebrochen äußert, stets vollkommen unangestrengt und entspannt wird. Ich vermute, sehr geehrte liebe Frau Kirchhoff, dass Sie die Quelle dieser Kraft und Ruhe kennen, dass Sie keinen unerheblichen Anteil an ihr haben. Im Rückblick auf mehr als 30 Jahre Wirken Ihres Mannes an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg und für die Fakultät danke ich deshalb als Dekanin im Namen der Fakultät auch gerade und ganz besonders Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dem großen schottischen Philosophen der Aufklärung David Hume wird das Wort zugeschrieben: Sei ein Philosoph, aber inmitten all deiner Philosophie bleibe Mensch. Ich glaube, dass dieses Wort, Mutatis Mutandis, Paul Kirchhoff in seinem Anliegen erfasst und ihn auch in seinem Wesen als Wissenschaftler, akademischen Lehrer und Kollegen nicht gänzlich verfehlt. Die Mitglieder der Fakultät danken und gratulieren Ihnen, lieber Herr Kirchhoff, von Herzen. Magnificenz, meine Damen und Herren, wenn ich es richtig verstehe, bin ich der jüngst ernannte Professor der Universität Heidelberg, wenn auch in der Kategorie der Seniorprofessoren. Das bedeutet, Magnificenz hat es gesagt, die Frau Dekanin haben es gesagt, es ist nicht Zeit zum Abschied, sondern es ist Zeit, über den neuen Aufbruch nachzudenken. Ich bin entpflichtet. Das ist eine gewisse Erleichterung, das ist ein Stück mehr Freiheit. Aber in dieser Situation wächst natürlich die innere Bindung zur Universität Heidelberg und dem, was dort geschieht. Und deswegen bin ich in einem Aufbruch voll Hoffnung. Und wenn ich an diese Hoffnung denke,
denke ich an das berühmte Wort von Prometheus. Die griechische Sage erzählt, er begegnete den Menschen damals, als sie noch die Fähigkeit hatten, die Zukunft vorauszusehen. Und weil sie die Zukunft kannten, kannten sie auch den Zeitpunkt ihres eigenen Endes. Und deswegen wurden sie ganz lethargisch. Auf dem Marktplatz fanden keine Diskussionen statt. Die Wirtschaft lag da nieder. Kunst und Wissenschaft waren ohne Esprit. Das Familienleben erlahmte. Und als Prometheus die Menschen in dieser Not sah, nahm er ihnen die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen und gab ihnen die Hoffnung. Ich glaube, das ist ein urmenschlicher Befund. Dass das ganze Leben darauf baut, das Freiheitsprinzip, Demokratieprinzip, dass wir Hoffnung haben und dass jeder für sich meint, dass seine Hoffnung ein Stückchen Realisierungschance hätte. Das Christentum verdeutlicht dieses hoffnungsstimmende Menschenbild. Der Mensch ist nicht den Naturgewalten unterworfen, muss nicht befürchten, wenn der Donner grollt, er hätte den Göttern missfallen, sondern der Mensch ist imago Dei selbstbestimmt, mit Würde ausgestattet, zur Freiheit fähig, kann sich die Erde untertan machen, sieht seine Grenzen und bemüht sich, in seinem Denken zu entgrenzen. Das ist das Menschenbild, das sich letztlich durchgesetzt hat, mit viel Auf und Ab in Jahrtausenden, eigentlich erst in unserer Gegenwart. Und wenn wir uns mal das Bild von den drei Weisen, die aus dem Morgenland kommen, in die Gegenwart zu übersetzen versuchen, dann folgen diese drei Gelehrten ihrem Stern, finden das Kind, widmen ihm ihre Gaben, ihre Begabung. Die Weisen haben eine Idee. Sie wollen diese Idee einem Menschen widmen, nicht dem Mächtigen, nicht dem Reichen, nicht dem Applaudierenden, sondern dem wehrlosen Kind, das aber diese Zukunft unseres Lebens bestimmt. Und dazu haben sie die Instrumente, die Experimente, die Methoden, um der Welt diese Geschenke zu machen. Wenn Sie vorhin in diese Universität hereingekommen sind, haben Sie gelesen das Leitmotto Semper Apertus. Das meint, meist dargestellt in dem kurpfälzischen Löwe mit dem offenen Buch, ein immer offenes Buch. Das meint nicht die Offenheit zum leichtfertigen Irrtum, nicht die Offenheit zum eitlen Wort, nicht die Offenheit zur unverantwortlichen Wissenschaft, sondern die Offenheit für das Geschriebene, die Rationalität dessen, was in Sprache angelegt ist. Die Öffentlichkeit, jeder kann das Buch lesen. Die Mitteilbarkeit, was heute geschrieben ist, können wir auch nach 625 Jahren Magnifizenz noch lesen. Und für den Juristen bedeutet diese Offenheit auch, dass im Buch etwas vorgeschrieben ist, das wir nachdenken, nachempfinden sollen, nachschreiben sollen, indem in der modernen Demokratie die Legitimation durch das Staatsvolk in diesem immer offenen Buch angelegt ist. Ich möchte nun versuchen, bei dieser Vorlesung ihn in vier Gesichtspunkten darzustellen, mich stützend auf manches Wort, das in den Hörsälen dieses Hauses gesprochen, erprobt, vielleicht auch verbessert worden ist, etwas zusammenzufügen, das bewusst machen möge, dass die Rechtswissenschaft auf die Erkenntnis hofft, aber auch einen Gegenstand hat, das Recht, das Hoffnung stiftet. Ich möchte mich erstens widmen der im Freiheitsprinzip angelegten Hoffnung, zweitens der Hoffnung auf die Rationalität des Rechts, drittens der Sprachoptimismus, der uns alle bestimmt. Wir glauben, in Sprache dieselben Gedanken an die verschiedenen Köpfe überbringen zu können. Und viertens die Hoffnung
auf die Institutionen. Forschen hofft auf Erkenntnis, will das Neue, das bisher nicht Bekannte suchen und erfahren. Es erlebt, dass die Verfassung ein Freiheitsangebot macht, das der Berechtigte annehmen, aber auch ausschlagen kann. Wir alle dürften, es erlaubt die Freiheit, als Diogenes in der Tonne leben, uns am Erwerbsleben nicht beteiligen, uns fernhalten. Wenn das aber alle Freiheitsberechtigten täten, wäre dieser Finanz- und Steuerstaat, die soziale Marktwirtschaft, an ihrem Ende. Sie hofft darauf, dass der Bürger aus sich heraus das Freiheitsangebot annimmt. Und genauso Ehe und Familie, die unsere Zukunft sichert. Selbstverständlich würde das Recht nie auf die Idee kommen, jemanden zu zwingen, ein Kind zu haben. Aber wenn die Menschen sich nicht in Freiheit entscheiden für dieses Kind, hat diese Demokratie kein Staatsvolk mehr, diese Wirtschaftsgemeinschaft keine Akteure mehr, diese Wissenschaftler weder Professoren noch Hörende. Freiheit ist ein sehr riskantes Unterfangen, das Beste der Welt. Aber vom hohen Risiko getragen, vom Freiheitsvertrauen in die Freiheitsberechtigten. Oder denken wir an unseren Kulturstaat, der darauf setzt, dass die Menschen sich immer wieder zur Erkenntnis der Wahrheit wissenschaftlich anstrengen, immer wieder das Künstlerische in Formensprache zum Ausdruck zu bringen wissen, immer wieder fragen religiös nach dem Unauffindbaren. Täten sie dieses nicht, hätte niemand das Recht verletzt. Das ist ihr gutes Recht. Aber der freiheitliche Staat würde an seiner eigenen Freiheit zugrunde gehen, weil eine Elementarhoffnung des Rechts missachtet, enttäuscht worden ist. Freiheit braucht deshalb einen Rahmen, der hoffen lässt. Die Verfassungen der Französischen Revolution, 5 von 7, haben als Grundprinzipien geschrieben, nicht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sondern Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Die Freiheit meint nicht Orientierungslosigkeit, nie endende Aufgeregtheit, sondern sie braucht Rahmenbedingungen, in denen sich Freiheit entfalten kann. Ich darf es mal ganz elementar sagen. Wenn wir die Freiheit nur in Aufgeregtheit erleben müssten, die uns den Schlaf raubt, dann wäre uns etwas genommen, was in der Natur angelegt ist, dass wir nämlich jeden Tag ein Viertel, ein Drittel des Tages uns in den Schlaf zurückziehen können, damit von aller Freiheit, aller Verantwortung, allem Rechtfertigungszwang, aller Selbstbestimmung und Bewährung entlassen sind. Das gehört zu der Idee des freien Menschen und damit des freien Rechts. Der Forscher braucht auch die Freiheit, weil er irren kann. Geforscht wird von unzulänglichen Menschen, also sind unzulängliche Ergebnisse systemimmanent. Und wenn wir in die Geschichte der Forschung schauen, von der Vorstellung der Erde als Scheibe bis zu der modernen Weltraumforschung oder der Gentechnik, von der Rechtsidee der Unterscheidung, rechtsbestimmenden Unterscheidung zwischen Bürger, Barbaren und Sklaven hin zu der Idee der Würde jedes Menschen, weil er Mensch ist, dann merken wir, die Geschichte der Wissenschaft ist die Geschichte berichtigter Irrtümer. Es gehört zum Wesenselement, dass wir uns irren und dann neu aufbrechen, den Irrtum überwinden. Wenn wir alle Forscher, die einmal geirrt haben, aus der Universität vertreiben würden oder modern gesprochen von der Forschungsförderung in Zukunft ausnehmen würden, dann wären die Labore und Institute leer, jedenfalls leer von mutigen Professoren, die auch mal ein Wagnis auf sich nehmen. Und deswegen ist die Freiheit als Offenheit zur Selbstkorrektur, als Offenheit für die Kritik, als Begegnung mit dem anderen Forscher, der ganz anders denkt und ganz anders meint, eine unverzichtbare
Voraussetzung auf dem stets unvollendeten Weg des Forschens. Und dieser hoffnungsvolle Freiheitsgedanke wiederholt sich in der Demokratie. Wir haben immer eine kühne Hoffnung. Wir wählen immer wieder ein neues Parlament, und das sage ich mit großem Ernst, mit großem Respekt, weil wir erwarten, dieses neue Parlament macht noch bessere Gesetze. Das ist der Kerngedanke der Demokratie. Und die Opposition, die gegenwärtigen Minderheiten, der Einzelne, der sich heute nicht durchsetzt, hat die Hoffnung, bei der nächsten Wahl die Mehrheit zu finden und dann das Geschehen zu bestimmen. Das ist die Idee, die diese Demokratie zusammenhält. In der vordemokratischen Zeit, die in dieser Perspektive die hoffnungslose Zeit war, gab es eigentlich für diejenigen, die in der Opposition waren, nur eine Chance: Aufruhr, Aufstand, Revolution. Vielleicht konnte jemand, auch Entmündigung des Fürsten, Tyrannenmord. Gelegentlich konnte derjenige, der ausgegrenzt war, noch Asyl finden, weil es bestimmte Stätten der Zuflucht gab. Die Demokratie ordnet in einem klaren Verfahren unter Beteiligung der Bürger den Weg zum Neuen. Ich glaube, auch insofern ist dieses friedliche demokratische Verfahren die institutionalisierte Hoffnung. Rechtswissenschaft, mein zweiter Punkt, hofft doppelt. Sie will die Gesetzmäßigkeiten menschlichen Lebens rational verstehen, dabei aber auch das Recht stärken, das Hoffnung stiftet. Hoffnung trägt also die Wissenschaft und ihren Gegenstand. Überall bemühen wir uns um Rationalität. Wenn wir etwa die Gesetzgebung, die Kunst des Unterscheidens, am Gleichheitssatz prüfen, ist die große zentrale Frage des Rechts: Was ist der Wille des Gesetzgebers, der die Auslegung leitet? Und was ist gesetzgeberische Willkür, das gröbste Unrecht? Beides ist angelegt in dem Willen des Parlaments, und die Rechtswissenschaft hat die Aufgabe, diese fundamentalen Fragen zu unterscheiden. Wir suchen etwa bei der gesetzlichen Differenzierung, und es gibt kein Gesetz, das nicht differenzieren würde, den vernünftigen Grund für diese Differenzierung. Wir verlangen beim Freiheitseingriff das geeignete und erforderliche Mittel, also auch ein Rationalitätsversuch. Wir fordern die Schriftlichkeit, wir fordern die Begründung, damit die Vernünftigkeit nachvollziehbar und korrigierbar ist. Wenn jemand einen unbestimmten Rechtsbegriff, einen Ermessensbegriff auszulegen hat, ist der nicht verständliche, der von sachfremden Erwägungen bestimmte Entscheid nicht bestandfähig. Recht hofft, ungeheuer vernünftig zu sein. Und dennoch wissen wir alle, Irrationalität, gegenläufiges Wollen, das also ja nicht beides richtig sein kann, bestimmt den Alltag der Demokratie und der Politik. Wenn der Abgeordnete bei seinen Entscheidungen nur seinem Gewissen unterworfen ist, also seiner persönlichen Lebenserfahrung, seinen persönlichen Wertungen, seinem von ihm selbst entwickelten Ethos, wenn das Recht grundsätzlich jenseits der Identitätsgarantien änderbares Recht ist, also nicht die Autorität der Richtigkeit beansprucht, weil es heute beschlossen ist, sondern morgen verändert werden kann, dann sehen wir, dass diese Gesetzgebung offen ist für einen Willen, der später durch einen anderen Willen abgelöst werden kann. Das meint aber nicht die Offenheit für beliebige Torheiten, für Bosheiten, für Unrechtsvorstellungen, sondern meint stets einen verfassten Weg, stets ein Recht auf Rädern, das sich der Erfahrung, der Tradition, dem Verfassungsrecht, dem Wertebewusstsein, den Standards unserer Hochkultur verpflichtet weiß. Das Ziel der rechtlichen Entwicklung, die Geschwindigkeit, die Haltepunkte, das ist offen, aber der Weg ist streng verfasst, nicht nur im Sinne eines Verfahrens,
sondern auch im Sinne einer Werteordnung. Wenn wir dort uns mal in diesem demokratischen Verfahren der Rechtshervorbringung bewusst machen, wie wir diejenigen, die diesen hohen Ansprüchen, die Abgeordneten, genügen wollen, dann treffen wir auf eine erstaunliche, aber notwendige Hoffnung von besonderer Kühnheit. Wenn jemand etwa auf deutschen Straßen ein Auto fahren soll, muss er vorher beweisen, dass er es kann, er muss vorher einen Führerschein machen. Sonst lassen wir ihn nicht zu. Wenn er das Staatsschiff führen will, unsere Gesetze machen will, dann unterstellen wir bei demjenigen, der ihn auswählt, dem Wähler, wie bei dem Gewählten ein Naturtalent. Das ist die notwendige Bedingung der Demokratie, aber wir müssen uns bewusst machen, darin steckt ein ungeheures Maß an Freiheitsvertrauen in den Wähler, an Repräsentationsfähigkeit beim Gewählten, eine fast naive Gleichheitshoffnung, eine fordernde Erwartung an Wissen und Gewissen des Abgeordneten, aber auch der Parteien, die den Kandidaten auswählen und nicht zuletzt eine Schranke für die Aufgabe der gesetzgebenden Gewalt. Und wenn wir noch ein Stückchen weiter fragen, wie entsteht Recht? Warum ist Verfassungsrecht verbindlich? Warum ist die These der Französischen Revolution falsch, die gesagt haben, wir kümmern uns nicht um das Recht unserer Väter und Mütter, die sind gestorben. Der Wink aus dem Grab erreicht uns nicht, so heißt es in den Quellen. Warum ist die Verfassung, die entsteht zwischen Wissen und Wollen, zwischen Autorität und Verständigung, zwischen Erfahrung und Hoffnung verbindlich? Wenn Moses dem Volk die 10 Gesetze überreicht, wenn wir fundamentales Wissen über das Recht in der Natur des Menschen erkennen können, wenn in der Hochkultur die Gesellschaft in einem Vertrag sich freiwillig unter Freiheitsverzicht um des Schutzes willen zusammenfügt, wenn wir nach der Aufklärung diese Idee letztlich im Demokratieprinzip verankern, wenn wir meinen, die Erfahrung mit Krieg und Unterdrückung und Ächtung und Hunger führt zur Forderung des Friedens, der Freiheit, des Gleichheit, des Sozialen, dann wird die Verfassung immer ein Erfahrungs- und ein Hoffnungsbegriff. Wir gründen in etwas, was gewesen ist, und wir hoffen auf das, was zukünftig sein wird. Und wenn wir diese verschiedenen Begründungen für das Entstehen von Recht und seine Verbindlichkeit einmal zusammendenken, könnte es ein einziger Gedanke werden. Wenn am Anfang der Logos das Urwort steht, in dem wir den Menschen in seiner Welt, auch in seiner Gemeinschaftsgebundenheit verstehen. Wenn wir im Buch der Natur ein Teil der Elementarbedürfnisse des Menschen und damit der rechtlichen Antworten lesen können. Wenn im Gesellschaftsvertrag rechtliche Elemente der Vernünftigkeit sich durchsetzen zu Gesetzmäßigkeiten werden. Wenn die verfassungsgebende Gewalt des Volkes eine Verfassung beschließt, weil wir schon verfasst sind, nämlich wissen, was ein Staatsvolk ist, in welchem Verfahren, mit welchen Mehrheiten, bei welchen Initiativen, in welcher Sprache wir diese Verfassung machen und wer sie für verbindlich verkünden darf. Wenn wir glauben, aus der Rechtserfahrung mit Unrecht folgt ein Rechtsverständnis, das Recht abwehrt, dann verstehen wir die Verfassung immer als Gedächtnis und Zuversicht. Im Kern ist die Verfassung eine erfahrungsgestützte Hoffnung. Ich glaube, wir müssen uns das bewusst machen, weil es sonst keine Begründung gibt, warum wir an das Verfassungsrecht gebunden sind. Und die Frage war bedeutsam, denken Sie mal an die Wiedervereinigung Deutschlands, wo man gesagt hat, das Grundgesetz ist nicht legitimiert. Wir brauchen eine Abstimmung des deutschen Volkes über die Verfassung.
Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten am nächsten Sonntag nach sorgfältiger Vorbereitung abgestimmt und, jetzt unterstelle ich etwas wieder besseres Wissen, das deutsche Staatsvolk hätte mit knapper Mehrheit sich für die Diktatur und gegen die Demokratie entschieden. Hätten wir dann eine Diktatur und unsere Kinder hätten nie mehr die Chance, zur soeben zurückgewonnenen Demokratie zurückzufinden. Allein der Wille ist nicht der rechtlich tragende Grund. Sprachwissenschaftler erklären die Sprache und ihre gemeinschaftsstiftende Verbindlichkeit aus der Konvention. Und sie meinen Konvention einmal die Zusammenkunft derer, die sich dann zugehörig fühlen, ein Staatsvolk bilden, und die Übereinkunft, man verständigt sich über das, wie man sich in Zukunft begegnen will, im Recht wie in der Sprache. Und auch im modernen Recht, wo die Rechtsquellen sehr formalisiert sind, demokratisiert sind, ist die Konvention eine Grundlage des geltenden Rechts, des friedlichen Zusammenlebens, ohne die wir nicht auskommen können. Wir alle wissen, wir leben ganz wesentlich von ungeschriebenen und förmlich unverbindlichen Verhaltensregeln. Gäbe es diese nicht, würde das Modell des freiheitlichen Staates scheitern. Wenn jeder weiß, was sich gehört, in einer Festversammlung kleidet man sich anders als in der Badeanstalt. Die Sportler auf dem Rugbyfeld attackieren sich nach den Regeln ihres Sports in körperlicher Attacke, wiederholen die gleiche Attacke unter denselben Beteiligten beim anschließenden Festbankett nicht. Wir reden am Stammtisch herb, diplomatisch durch die Blume, als Arzt in den schonenden Euphemismen. All das ist ein Fundament unserer Freiheit. Würde das wegbrechen, müssen wir all das regeln? Gäbe es Kodizes von einem Umfang, die niemand erlassen, geschweige denn lesen, geschweige denn beantworten wollte? Wir sind darauf angelegt, dass die Menschen in einer Hochkultur diese Kultur der Freiheitswahrnehmung wie selbstverständlich mitbringen. Und die Rechtswissenschaft versuchte das zu begreifen, zu strukturieren, den Rechtsstoff verständlich aufzubereiten, ihn zu vergleichen. Das ist die große Leistung der Dogmatik. Aber die Rechtswissenschaft macht nicht an den dogmatischen Erschließen geltenden Rechts Halt, sondern hofft, auch einen Beitrag zum zukünftig besseren Gesetz zu leisten. Das ist Kernerarbeit, meine Damen und Herren. Ich habe den Versuch eines Bundessteuergesetzbuches als Entwurf vorgelegt. Das bedeutet lange, auch nächtliche Lektüre von wissenschaftlichen und politischen Texten. Das bedeutet Vortragsreisen mit langen Wartezeiten auf Bahnhöfen und Flughäfen. Das bedeutet Kampf gegen die Ermüdung und für die Gelassenheit. Das bedeutet aber auch inspirierende Foren und Diskussionen in Arbeitskreisen zwischen Wissenschaft und Praxis, Vortrags- und Gesprächsbegegnungen Menschen unterschiedlicher Interessen, öffentliche Anfeuerung und diskrete Vermutung Tag für Tag. Auch hier besteht Hoffnung. Wissenschaft und Verfassungsstaat sind immer gemeinsam von einem Ethos getragen, der Idee der Allgemeinheit. Der Wissenschaftler möchte ein Ergebnis erzielen, das er der Allgemeinheit als plausibel beweisen und vermitteln kann. Das Gesetz des demokratischen Rechtsstaates folgt dem Prinzip der allgemeinen Regel. Herr Isensee und ich haben im ersten Band des Handbuchs des Staatsrechts 1987 dieses als das Grundprinzip dieses Werkes formuliert und bis heute, wir sind jetzt in der dritten Auflage beim 11. Band, durchgehalten. Ich glaube, Wissenschaft und Recht begegnen sich hier fundamental in der klassischen Regel. Die goldene Regel der Antike, der Kantsche kategorische Imperativ, oder die einfache Volksweisheit, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das sind die Maßstäbe rechtlichen Handels.
Das sind auch die Maßstäbe individueller Selbstvergewisserung der Ethik. Und diese Allgemeinheit meint Allgemeinverständlichkeit. Diese Allgemeinheit meint sachliche Allgemeinheit, Gleichheit für jedermann. Diese Allgemeinheit meint Geltungsallgemeinheit, im jeweiligen Hoheitsgebiet voraussetzungslos geltend. Eine Allgemeinheit, die wir im Verhältnis Europa und Mitgliedstaat wahrscheinlich neu und besser definieren müssen. Sie meint aber auch, Wesentlichkeitsthese, dass der Gesetzgeber über das für die Allgemeinheit Wichtige sich verhalten sollte und die Details, die Einzelheiten vernachlässigen darf, wohl auch vernachlässigen muss. Wir erleben gegenwärtig, wenn etwa der Deutsche Bundestag in 48 Stunden über ein Gesetz beschließen muss, das die Details des europäischen Finanzmarktes regelt, dass er damit, weil er sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren kann, dieser Neuerung, gänzlich überfordert ist. Oder wenn in der Europäischen Union im A-Punkte-Verfahren in einer Stunde 60 Gesetze beschlossen werden, dann kann man die Themen dieser Gesetze nicht mal aufrufen. Der Gesetzgeber weiß nicht, was er tut, der Gesetzesadressat weiß nicht, was er tun soll. Wir arrangieren uns mit dem Nichtwissen beim Produzieren und beim Befolgen von Recht. Die Ergebnisse sind verheerend. Hier müssen wir uns auf diese Idee der Allgemeinheit konzentrieren. Ich darf es mal pragmatisch sagen. Faustregel, immer vereinfachend. In jedem Rechtsgebiet, Strafrecht, Zivilrecht, Steuerrecht, Sozialrecht, Umweltrecht, in jedem Rechtsgebiet darf es nur so viele Normen geben, als der zuständige Ministerialrat aktiv im Gedächtnis behalten kann. Was nicht in den Kopf, des Ministerialrats passt, passt auch nicht in den Kopf des laienhaften Bürgers. Kehren wir zurück zu dem Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut. Sprichwörter sind wie Mückenstiche, sagt Seneca. Man merkt nicht, wenn man gestochen wird, aber nachher juckt's. Manchmal habe ich die geheime Hoffnung, jetzt nach dem sehr feuchten Frühsommer und dem glänzenden Hochsommer, dem wir jetzt entgegengehen, wenn doch hin und wieder einige Mückenschwärme nach Berlin und Brüssel ausschwärmen würden und den dortigen Gesetzgeber die Idee der Allgemeinverbindlichkeit einprägen würden. Diese Allgemeinheit wird flankiert durch die Garantie des Maßes, der Verhältnismäßigkeit. Die hohe Kunst des Maßes ist für den Künstler wie für das Recht ähnlich. Es gibt das schöne Wort von Michelangelo, der gefragt wurde, warum es ihm gelungen ist, aus dem Marmorblock diesen wunderbaren David in Florenz herauszuhauen. Und seine Antwort war: Ich habe nur das zu viel an Marmor weggenommen. So ist es auch mit der Toleranz im Recht. Die rechtliche Kunst, das zu viel an Freiheitsbedrängnis wegzunehmen. Dann ist natürlich deutlich, Toleranz meint nicht den Wohlklang, meint nicht den Weichmut der Wohlmeinenden, die jeden Wohlklang für Wahrheit erachten, sondern meint die Kraft der Entscheidung, ein intellektueller Kraftakt, das Unverbrüchliche vom Verbrüchlichen abzugrenzen, das Unveräußerliche vom Veräußerlichen, das Unabstimmbare vom Mehrheitsfähigen. Wenn wir dazu für unsere jeweilige Gegenwart mit den jeweils neuen Anfragen an das Recht die richtige Antwort finden, dann, glaube ich, hat die Rechtswissenschaft viel dazu geleistet, dass wir das Recht mit begründeten Hoffnungen begleiten und praktizieren. Und dann ein letztes für die Rationalität des Rechts, ganz wichtig. Wir haben alle das Prinzip, dass dieser Staat der Grundwerte seinen Menschen aufnimmt und weitervermittelt. Ganz wesentliche Fragen, insbesondere weltanschaulicher oder religiöser Art, offen lässt, nicht entscheidet, dazu schweigt. Und deswegen können die Menschen in der Verschiedenheit ihrer Weltanschauungen und Religionen und persönlichen Zielsetzungen in diesem Staate in Freiheit leben.
Offen bleibt die Frage, was ist der Mensch? Eine mit individuellem Willen, mit der Kraft zur Freiheit und Verantwortlichkeit ausgestattete Person oder ein den Naturgesetzmäßigkeiten unterworfenes Säugetier? Was ist die Zeit? Die Phase unausweichlicher Vergänglichkeit oder doch ein Weg, der in eine höhere Hoffnung führt? Was ist die Natur? Eine Materie, die zerfällt oder eine Vorbefindlichkeit des Weltlichen, das Gesetzmäßigkeiten entdeckt, die den Menschen führen und leiten und auf vielleicht sogar ihn befähigen, über sich selbst hinauszudenken? Was ist die Gerechtigkeit? Ein schlechthin untauglicher Versuch, weil der Mensch unzulänglich ist? Oder ein Ziel, das wir täglich anstreben, so ähnlich wie der Arzt bei der Gesundheit? Er kann sie nie erreichen, aber er kann sich täglich diesem großen Ziel nähern. Viele unserer Hoffnungen richten sich nicht auf den Staat, sondern richten sich auf gesellschaftliche Gruppen, richten sich auf einzelne Menschen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, die Hoffnung auf die Sprache. Der Verfassungsstaat beendet das Federrecht, das Faustrecht, wir lassen die Faust in der Tasche und wir versuchen, alle Konflikte allein im Sprachlichen zu lösen. Die Auseinandersetzung in der Rational des Sprachlichen, das ist die Hoffnung, das Gespräch über das Recht führt uns zu Rationalität und Angemessenheit. Und wenn wir mal genau auf den Text unserer Verfassung hören, wird das ganz deutlich. Das Gesetz wird im Parlament nach öffentlicher Debatte beschlossen. Der Abgeordnete gibt seine Stimme ab. Der Bundesrat erhebt Einspruch oder Zustimmung. Der Wortlaut des Gesetzes wird verkündet. Der Bürger, der nicht einverstanden ist, ruft die Rechtsprechung an. Der Richter entscheidet über Anspruch, Freispruch und wenn das Gesetz zu eng ist, versucht er eine entsprechende Anwendung. Unser ganzes System der Rechtsfindung von Widerspruch und Klage ist darauf angelegt, miteinander zu sprechen. Recht wirkt in Sprache und durch Sprache. Es ist so ähnlich wie die Zeichen im Zifferblatt einer Uhr. Da haben wir 12 Ziffern und 2 Zeiger und die zeigen an die Minuten und die Stunden. Und dieses System kennen wir. Und deswegen wissen wir, wie spät es ist und wir richten unser Leben auf diese Zeiteinheit ein. Aber wir wissen auch, dass dieses Ziffernblatt getragen werden muss von einer Mechanik, die man wieder aufzieht oder elektronisch betreibt. Und wenn sie stehen bleibt, die Uhr, wissen wir, wir müssen sie neu in Bewegung setzen oder ihr das richtige Maß zurückgeben. Und genauso ist es mit der Rechtssprache. Wenn wir von Freiheit sprechen, von Gesetz sprechen, von Staat sprechen, von Familie sprechen, können diese Zeichen an Kraft verlieren. Aber wir haben Organe, insbesondere die Rechtsprechung, die sie dann nachsteuert, diesen Begriffen wieder ihren verlässlichen Gehalt geben und damit dieser Rechtsgemeinschaft das Recht, an der wir uns ausrichten. Der Staat versucht, dieses Recht in der Schriftlichkeit des im Gesetzblatt verkündenden Gesetzes zu überbringen. Das ist sicherlich die höchste Form der Rationalität, aber es geht natürlich viel an Sprechfähigkeit verloren. Das geschriebene Gesetz kann nicht die Stirn runzeln, kann nicht lächeln, kann nicht einladend die Arme aufbreiten oder abwehrend die Hände vor sich strecken. Im Gesetz trägt allein der dürre, der schlichte, der asketische Gesetzestext. Aber der Rechtsstaat wird dadurch nicht sprachlos. Wir haben einen eigenen Sprecher für das Recht, die dritte Gewalt, die Rechtsprechung, die dann, wenn der Bürger das Recht nicht versteht oder nicht einverstanden ist,
im Sprechen über das Recht, das richtige Recht zu finden sucht. Auch da steckt eine ganz große Hoffnung. Wenn ich jetzt spreche das Wort Mensch oder das Wort Tier, erwarte ich, dass Sie, wenn Sie diese Silbe hören, mit dieser Silbe dieselbe Vorstellung verbinden. Und so macht es der Gesetzgeber. Wenn er eine bestimmte Regel formuliert, setzt er voraus, dass, weil er es so formuliert hat, der Adressat es auch so versteht, wie es gemeint war. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt, die Hoffnung auf Institutionen. Jeder Mensch weiß, dass er in seiner Freiheit sich nicht entfalten könnte, wenn er nicht Institutionen hätte. Wenn er mit dem Auto fährt, braucht er eine Straße. Wenn er seine Wissenschaft betreiben will, braucht er eine Universität. Wenn er krank geworden ist, setzt er auf Krankenhäuser und Sozialversicherungssysteme. Wenn er hungert, wendet er sich an den Sozialstaat. Die Vorstellung, ich bin Robinson Crusoe auf der einsamen Insel und genüge mir in meiner Freiheit, ist nicht das Modell des modernen Kulturstaates. Freiheit hängt ganz wesentlich von Institutionen ab. Meine Hoffnungen auf Institutionen ist die Geschichte erfüllter Hoffnungen. Und erfüllte Hoffnungen veranlassen zum Dank. Und ich möchte vier Institutionen nennen: die Familie, die Universität, das Bundesverfassungsgericht und den Staat. Gestern haben mich viele Journalisten der Presse und des Funks angerufen und gefragt, ob ich nicht einige Bemerkungen schreiben oder sagen möchte zu dem gestrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das tue ich natürlich nicht. Das habe ich all die Jahre so gehalten. Das gehört sich für einen ehemaligen Verfassungsrichter nicht. Wenn ich also jetzt einige sehr vom persönlichen Erleben geprägte Bemerkungen mache, ist das auch kein versteckter Kommentar zu geltenden Regeln, sondern es ist Ausdruck der erfüllten Hoffnung. Ich habe es erlebt, warum das Grundgesetz im Grundrechtsteil nur zwei Garantien einem besonderen Schutz ausdrücklich des Staates unterwirft, die Menschenwürde, die grandiose Idee, dass der Mensch gleich ist, weil er Mensch ist, willkommen ist in dieser Gesellschaft, weil er da ist, und die Bindung dieses Menschen kraft Geburt in einer Familie. Und ich habe erlebt, warum dieses Recht, allein diese Verwandtschaftsbeziehung, Eltern, Kinder, als einzige im ganzen Recht, für unscheidbar und unkündbar erklärt. Wir können alle vertraglich eingegangenen Beziehungen rechtlich nach bestimmten Erschwerungen kündigen. Die Beziehung Eltern, Kinder ist unkündbar. Und dann habe ich erlebt, was Wachstum bedeutet. Ich habe mich in der Auseinandersetzung mit Wirtschaftssystemen und Europakrise und Steuern immer wieder mit Wirtschaftswachstum auseinandergesetzt, habe aber erfahren, dass eigentlich das Wachstum, das unsere Kultur trägt, unsere Wirtschaft befähigt, unsere Demokratie zur Entfaltung bringt, das Wachstum, das Heranwachsen der jungen Menschen ist. Und wenn das richtig ist, dann ergeben sich da naheliegende Folgerungen. In unserer Gesellschaft, die im Wesentlichen als Leistungsgesellschaft nach den wichtigsten Leistungen fragt, die diese Gesellschaft erbringt. Und das ist das Hervorbringen und das Erziehen von Kindern. Und was dort die Ehrung stattfinden muss. Und wenn es dann richtig ist, dass in unserer Gesellschaft Honor und Honorar eng zusammenhängen, ergeben sich daraus auch wirtschaftliche Folgen. Ich glaube, wir werden hier wieder mal neu denken müssen und diese großen Voraussetzungen, gesellschaftsrealpolitischen Voraussetzungen unserer Zukunft wieder bedenken. Persönlich habe ich allen Grund, meiner Familie zu danken. Die Familie, aus der ich stamme,
aus der wir stammen, die uns viel mitgegeben hat. Meiner Frau, die meinem Leben Faszination, Inspiration, die Stetigkeit, Verlässlichkeit, das Zukunftsvertrauen vermittelt. Kritik und Ermutigung als ständige Begleitung. Meine Kinder, die mit ihren Lebenserfahrungen und Lebenssichten, mit ihren ganz anderen Gedanken und neuen Impulsen mich beglücken, mich bereichern, mich auch fordern, mich immer ein wenig in Schwung halten für das Neue und sogar die noch rudimentären vorhandenen sportlichen Kräfte zu reaktivieren versuchen. Und wenn ich meinen Enkelkindern, wenn sie mich anschauen, wenn sie mich ansprechen, dann erlebe ich, dass diese unsere Zukunft ein ansprechendes Gesicht bekommt. Wenn ich in dieser Zwischenbilanz meinen Studentinnen und meinen Studenten etwas wünschen darf, und das wird Sie jetzt nicht überraschen, Sie haben schon im Hörsaal öfter gehört, als jemand, der große Freude an seinem Beruf hat und diese Freude auch fortsetzen will, ich wünsche Ihnen nachdrücklich, persönlich, dass Sie dieses Glück von Ehe und Familie auch erleben dürften. In guten Zeiten macht es die Zeiten noch schöner, in schlechten Zeiten schwächt es die Schlechtigkeit der Zeit. Die Universität, mein zweiter Punkt, hat mich gelehrt, aus Rechtshoffnungen Rechtswissen zu machen. Das Recht als wertebasierte, stets durch neue Fragen an das Recht sich entwickelnde, also ständig unabgeschlossene und orientierungsoffene Ordnung zu verstehen. Wissenschaft ist nicht wertfrei und war nie wertfrei. Eine wertlose Gesellschaft wäre hoffnungslos. Der Arzt soll natürlich den Menschen heilen und nicht schädigen. Der Jurist soll einen Weg bahnen zu einer freiheitswürdebezogenen Gemeinschaftsordnung in Demokratie, nicht in den Diktaturstaat. Der Naturwissenschaftler soll die Umwelt schützen, nicht Maximen entwickeln, um die Umwelt zu zerstören. Und die Wissenschaft ist auch nicht voraussetzungslos. Hätten wir diese Aula nicht, dürfte ich Ihnen heute so nicht begegnen. Hätten wir nicht das Glück, dass diese Universität seit 60 Jahren in einem Friedensgebiet steht und nicht in einem Kriegsgebiet, hätte sie sich so nicht entfalten können. Hätten wir diese Rechtsordnung nicht, die uns Wissenschaftsfreiheit garantiert, die den Nichtwissenschaftler verpflichtet, durch Steuerzahlung unsere Wissenschaft zu finanzieren, hätten wir den Schutz der Familie und die schulische Ausbildung nicht, die uns jungen Menschen begegnen lässt, die studieren können, dann fehlten dieser Wissenschaft ihre Grundlagen. Wissenschaftsfreiheit muss sich erklären, muss sich begründen, muss in der Öffentlichkeit stehen. Es ist nicht der Wissenschaftler in der einsamen Studierstube, die ihm die Rechtsgemeinschaft respektvoll bereithält, sondern die Wissenschaft ist verwurzelt in der Gesellschaft und auf die Gesellschaft bezogen, ist also eine verantwortete Freiheit. Und das Dritte, das Bundesverfassungsgericht. Es ist wohl die größte neue Institution des Grundgesetzes 1949. Sie ist eine Institution der Hoffnung und des Vertrauens. Sie wird getragen von dem Willen der Menschen zu dieser Verfasstheit, zu einem Gerichtsverfahren nach fairen Regeln, nach rechtlichem Gehör, in der Öffentlichkeit, in der Unbefangenheit. Der Verfassungsrichter kann letztlich nicht, wie jeder andere Richter, sein Urteil durch den Gerichtsvollzieher vollstrecken. Er hat keine Verwaltungsmacht, er hat keine Polizei, er hat keine Armee. Er hat nur die Autorität, im Namen der Verfassung und im Namen des Volkes dieses Urteil zu sprechen. Als ich 1987 ins Gericht kam, habe ich mit einigen erfahrenen Richtern gesprochen, um mich mal so zu unterrichten, was mich denn so erwarte. Ich habe einen der Richter
Er galt als der Rationalist, als der Dogmatiker des Gerichts. Junge Kollegen haben gesagt, eine etwas knorrige Persönlichkeit. Den habe ich gefragt, was ist das Wichtigste für das Amt dieses Richters? Und dann hat er eine Weile überlegt und dann hat er gesagt, bleiben Sie ein Menschenfreund. Eine überraschende Antwort. Aber je mehr ich dann die Praxis erlebt habe, desto mehr war mir bewusst geworden, was er meint. Wenn ich rechtliches Gehör gewähre, horche ich auf den Antragsteller so aufmerksam, als wäre er mein Freund. Ich verstehe sein Anliegen, seine Tatsachensicht, sein Rechtsverständnis. Und dann höre ich auf den Antragsgegner so, als wäre er mein Freund, verstehe sein Anliegen, seine Tatsachensicht, sein Rechtsverständnis. Und dann habe ich die Weite dessen, wie man das Rechtsproblem sehen kann, und irgendwo dazwischen wird die Lösung wohl liegen. Der Menschenfreund gibt, wenn er die Robe anzieht, an der Garderobe seine persönliche Freiheit ab, dient nur noch der Freiheit des ihm anvertrauten Menschen. Anvertraut, Verfassungsbegriff Artikel 92. Und abends dann zieht er die Robe aus, nimmt ein Stück Freiheit zurück und geht nach Hause. Der Freund der Menschen, das ist der unparteiliche Richter, der sich keiner Partei nahe weiß, aber engagiert Partei nimmt für das Recht. Der unbefangene Richter ist der Richter frei in Geist und Gehabe, der sich nicht einem Freundeskreis, auch keiner akademischen Schule, auch keinem Netzwerk verbunden fühlt. Der unabhängige Richter geht auf dem strengen Pfad des Rechts, bringt sich nicht in intellektuelle, schon gar nicht in wirtschaftliche, schon gar nicht in persönliche Abhängigkeiten. Und dieser Richter ist so Menschenkenntnis und sich freund, dass er auch weiß, dass diese Ideale oft verfehlt werden, sie müssen täglich erneuert werden. Und wenn es mal nicht gelingt, ist er nicht enttäuscht, sondern er strengt sich am nächsten Tag an, dass das wieder besser gelinge. Und das muss das Verfassungsgericht jedes in seiner Zeit so verwirklichen. In meiner Zeit waren die großen Anfragen die Wiedervereinigung Deutschlands, Herr Bundeskanzler, außenpolitisch durch ein Freundschaftssystem vorbereitet, durch eine beherzt zugreifende Politik realisiert, aber auch gestützt auf Menschen in Leipzig, in Dresden, in Berlin, die mit Kerzen und Kirchenliedern dastanden neben den Waffen. Wir sind das Volk, demonstriert haben für eine Idee der Freiheit. Der Freiheit des Reisens, der Meinungsäußerung, der Rundfunk, die Freiheit, die wir damals mit der D-Mark verbunden haben. Und dann waren es die großen Fragen der europäischen Integration, Maastricht-Vertrag. Dann war es die Integration der Bundeswehr, AVEX, Jugoslawien, Somalia. Dann war es der technische Fortschritt, Datenschutz. Das Gericht muss immer auf die Anfragen seiner Zeit antworten. Heute ist vielleicht eine der großen Fragen, in Europa der Kampf zwischen Geld und Recht um die Vorherrschaft. Gelingt es dem Recht, das Prinzip der Maßstabslosigkeit und damit der Maßlosigkeit Gewinnmaximierung, wie auch immer, zu mäßigen, in eine Kultur des Maßes einzubetten? Oder die Frage der heutigen Öffentlichkeit, die wahrscheinlich die Arbeit des Gerichts heute sehr beansprucht. Die Parole und das Büchlein lautete, empört euch. Früher hatten wir einen Anlass, der den einen oder anderen Menschen aus guten Gründen empörte. Heute haben wir eine prinzipielle Empörung, die ihren Anlass sucht. Da müssen wir natürlich ganz anders denken und ganz anders unsere Maximen formulieren. Und schließlich der Staat, der sichert ein Leben in Frieden, gewährleistet Existenzgrundlagen und Freiheit, hat Souveränität. Ein ganz bedeutender und viel missverstandener Begriff. Souveränität war nie die Beliebigkeit, die Willkür des Herrschers. Sondern auch der Herrscher, auch der absolute Herrscher war rechtlich gebunden, selbstverständlich. Und es gab europäische Netzwerke, die Hansestädte, das römische Recht.
das Familienrecht der Adligen. Wir können hier in Heidelberg davon ein Lied singen. Und dieser Staat, der kann natürlich seine Aufgaben des Friedens, des Umweltschutzes, der Begleitung des weltweiten Wirtschaftens nicht allein erfüllen. Heute nicht und vor 200 Jahren nicht. Er ist ein weltoffener und in Europa ein integrationsoffener Staat, aber er ist letztverantwortlich für sein demokratisches Volk, für das Recht, das auf diesem Gebiet, das er zu verantworten hat, gilt. Der Staat garantiert das, was er in der eigenen Verfassung verspricht. Und der Staat ist abhängig, legitimationsbedürftig gegenüber dem Volk, das ihn bildet. Und das UN-Statut einen Anspruch auf seinen Staat hat. Und wenn deshalb manche Theoreme den Staat totsagen, dann müssen wir fragen, was wollt ihr stattdessen? Die einen wollen den Weltenstaat, der alles umspannt und uns eint in einem Recht. Da sollten wir nicht zu hoffnungsvoll sein, die Demokratien sind in der Welt in der Minderheit. Also wie diese Staatsverfassung ausfiele, ist durchaus offen. Und wenn dann einer mit diesem Weltenstaat nicht zurechtkommt, gibt es nicht mal ein Asylrecht, weil dieser Weltenstaat ja jeden Winkel der Welt beherrscht. Es gibt keinen Zufluchtsort, ich kann nicht auswandern und einwandern und Asyl suchen, weil ja die Welt erfasst ist von nur einem Staat, der möglicherweise eine Diktatur ist. Wir sprechen viel von Gewaltenteilen. Ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, dass das Pluriversum von rund 200 Staaten deutliche Elemente einer allerdings noch zu kultivierenden Gewaltenteilung enthält. Und die anderen hoffen darauf, dass dieser Staat, diese Staaten in Europa aufgehen in einer Europäischen Union, der wir aber gegenwärtig noch nicht die Zukunft der Vereinigten Staaten von Europa, der Staatlichkeit, bestätigen können. Und dann stellt sich eben die Frage, ob wir in dieser Integration einer Institution, die sich nicht auf ein europäisches Staatsvolk stützt, hier nicht ganz elementar unsere Demokratie und damit unsere Freiheit gefährden. Ich glaube, auch hier werden wir sehr deutlich und sehr klar über das nachdenken müssen, was wir haben, was wir als selbstverständlich erachten, was wir genießen und nicht leichtfertig über dessen Ende spekulieren, bevor wir etwas Neues haben. Semper Apertus, das offene Buch. Es lässt eine Frage offen. Welches Buch sollen wir lesen? Lassen Sie uns für die Rechtswissenschaften einmal träumen. Von einem Buch, in dem sich die Spitzen unserer Wissenschaft versammelt haben, in dem sie zu Grundsatzfragen des Rechts Stellung nehmen, die Fülle ihres Denkens in sprachlicher Schönheit und bemerkenswerter Kürze niederlegen, sich aufeinander so abstimmen, dass ein Kosmos des Rechts entsteht. Ein Kosmos, der Gedanken leitet, der die Leitgedanken des Rechts formuliert. Aus diesem Traum ist eine Hoffnung geworden, aus dieser Hoffnung Wirklichkeit. Ein solches Buch liegt vor. Die Leitgedanken des Rechts, eine Schrift in festlicher Absicht gewidmet, in der Absicht, das Recht zu festigen, deswegen eine Festschrift. Ich habe sie gelesen, sorgfältig gelesen. Ich habe allen fast 200 Autoren geschrieben. Ich lasse mich jetzt mal entspannt auf diesen Gipfel der Wissenschaft nieder. Nicht, weil es sich nicht weiter lohnte, weiter zu wandern, sondern weil ich einfach mal genießen will, diese ungeheure Weite, die dieses Buch uns allen erschließt, mich auch aussetzen will den wärmenden, inspirierenden Sonnenstrahlen, die mich auf diesem Gipfel erreichen. Vor so viel Klugheit, fast hätte ich gesagt, vor so viel Weisheit, auch vor so viel Organisationskraft der Herausgeber, bin ich fast sprachlos. Wenn ich dann noch sehe, dass Sie alle gekommen sind,
ein Stückchen Ihres Wohlwollens mir widmen, dann bin ich nur noch zu einem Wort fähig. Danke. So, also. Meine Damen und Herren, noch zwei Worte bitte. Das erste, meine Frau und ich würden Sie jetzt gerne einladen in die alte Universität gegenüber zu einem Mittagsimbiss. Und das zweite, die Bitte, erlauben Sie mir, mit einigen der Ehrengäste vorab noch durch diesen Gang herauszugehen. Dankeschön.